Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach Map in der Version 2.0 ohne Grimm. Hat sich nichts verändert. Und ja. Wir sind jetzt gerade mal hier auf dem Rinderhof unterwegs. Und wollen mal ein paar Rinder in die Fleischakademie bringen. Erstmal nur mit einem. Gucken, ob ich das noch hinkriege. Ich hatte da ja, wenn sie das erste Mal gemacht hat, Probleme. Lag aber daran, dass ich den falschen Hänger benutzt habe. Füllt sich schon. Sehr schön. Rinder. So, jetzt können wir mal eben gucken, was wir denn hier alles da... alles gleich mal in die passenden Ordner schieben, dass wir hier mal wieder ein bisschen mehr Ordnung drin haben. Das werden wir jetzt immer machen. Rinderhofkraftfutter, das ist der letzte, der verschoben werden muss. Und dann nehmen wir nämlich Rinder, Schlachter Rinder. Ein schlichter Überführungskurs und bringen mal eben 40 Rinder weg. Ja, das ist ja auch nicht so viel. Ja, wir haben hier insgesamt, haben wir nicht so viele Rinder. 52 sind da noch drin. Und da sind 86, das heißt, das sind zusammen knapp 140. Das sind noch 3,5 Fahnen. Das ist überschaubar. So, Farmsilo ist leer. Dann machen wir auch noch Gerste. Was ich nicht hier alles abholen kann am Silo. Sag mal. Dann bringen wir das auch noch zur Mühle. Der hier sollte aufgetankt. Das machen wir auch gleich. Warten wir eben ab, dass das Silo Silage verkauft hat. Eben sehen, ob ich das da an der Seite aufgenommen kriege. Hier mit der Silagegabel.
Das können wir auch noch eben verkaufen, dann sieht es auch nicht so unordentlich aus. Tanken. Der hat ja nun auch gut zu tun hier. Und er macht seine Arbeit gut. Da gibt's nichts zu meckern. Sprit bitte. Der braucht ja auch nicht so viel, der ist ja schnell aufgetankt. Das geht ja dann doch recht gut. Und schon ist voll. Ja, jetzt ist er voll. Und Motor ist ein. Tja, viel zu tun, viel zu tun, viel zu tun, dass alles läuft. Können auch noch Pellets verkaufen. Übrigens die 5-Millionen-Grenze überschritten. Heißt, so ein paar sexy Felder gibt es dafür auch schon. So, in dem Moment hat auch unser Dingenskirchen den Punkt erreicht. Das heißt, wir können hier und wir sind raus. Der ist wieder. Der kann jetzt erstmal das auch nochmal zur Mühle bringen. Das ist doch schön, das macht er gut. Ach, du bist da. Ja, das bringen wir doch jetzt auch erstmal Zentrallager. So viel Bier braucht kein Mensch. Es sei denn, Bier ist jetzt irgendwo zum Höchstpreis zu verkaufen. Ketchup, Ketchup, Bierfass, nö, 53% nur. War noch ein guter Preis, aber. Was? 4000 hat eine Palette, ne? Bringen wir mal in die Getränkehalle, da haben wir noch nichts.
Stelle war hier vorne direkt, ne? Können wir gleich mal gucken, was wir denn hier für Kurse haben. Vom Lager weg. Lager Holz. Ich will mal gucken, haben wir hier nicht noch mehr? Die mit dem Lager zu tun hat. Lager Aldi. So, aber die interessiert uns nicht. Der Kurs interessiert uns. Wo ist der Startpunkt? Da hinten. Bitteschön. Durchdrehender Reifen. Ist noch nicht mal losgefahren, hat durchdrehender Reifen. Was soll denn das? Nicht schön, aber selten. Laden funktioniert. Ja, ich kümmere mich gleich um die durchdrehenden Reifen da. Bitte einmal fahren. Lassen. Kurs löschen. Löschen. So. Den hier. Den bringen wir mal weg. Quatsch. Ja, Leute, ihr hört's. Die Zeit ist rum. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich über jeden Like. Über jeden Kommentar, jedes Abo. Und
freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr morgen früh wieder reinschaltet, Sonntag, zur nächsten Folge Let's Play LS17. Und in diesem Sinne sage ich ciao.